An den Aktienmärkten geht es weiter nach unten und dafür gibt es ziemlich gute Gründe, die will ich in diesem Video zeigen, aber die Bullen haben ein Trostpflaster, wenigstens bei den Gas- und Strompreisen steigen die Preise weiter. Kleiner Scherz am Rande, das ist natürlich nicht gut für die Lage hier, dass die Energiepreise weiter steigen, aber das hängt auch alles miteinander zusammen. Warum, wieso, weshalb will ich in diesem Video zeigen und mal die Genesis des heutigen Schwächetages bei den Aktienmärkten ein bisschen aufarbeiten und gucken, was heute so wirklich entscheidend war. Wir hatten gleich um 8 Uhr morgens eine ziemliche Katastrophenzahl, nämlich die Erzeugerpreise über 37%, größter Anstieg seit 1949 in Deutschland zum Vormonat. Um 5,3% gestiegen, da war ein Zuwachs von maximal knapp unter 1% erwartet worden, also viel, viel höher als erwartet. Das bedeutet, dass dieses Narrativ, das ja jetzt in den letzten Wochen irgendwie sich an den Märkten ausgebreitet hatte, Peak Inflation, wird alles besser, entspannt euch, dann müssen die Notenbanken nicht so die Zinsen anheben, dann fällt die Wirtschaft nicht in eine Rezession, also ist alles gut, also werden die Aktienmärkte auf Allzeit hochsteigen und Stocks always go up und buy the dip und wie das alles so dann in dieser Kausalkette dann herzitiert wird. Aber siehe da, dieses Narrativ bekommt immer mehr Kratzer. Wir hatten die Inflationsdaten in Großbritannien gesehen, höher als erwartet. Jetzt sehen wir die Erzeugerpreise höher als erwartet in Deutschland und das ist ja die sogenannte Pipeline-Inflation. Das wird sich dann auch in die Inflationsdaten reinfressen und was passierte dann an den Märkten? Die Renditen für Staatsanleihen sind deutlich gestiegen. Wir sehen hier die deutsche 10-Jährige wieder 1,22%, 13 Basispunkte, eine Menge Holz. Wir sehen überall in Europa ähnliche Renditeanstiege und wir sehen auch in den USA die 10-Jährige US-Staatsanleiherendite knapp unter 3% gewesen, heute auch ein Anstieg von 10 Basispunkten, also Renditen nach oben, damit wird faktisch Geld teurer, könnte man sagen, das ist praktisch der Zins, den der Markt setzt, im Gegensatz zu dem Zins, den die Notenbanken setzen, der als Leitzins bezeichnet wird und hier sehen wir mal diese Katastrophe, 37,3%, boah, das ist einfach ein Riesenschlag und bedeutet sehr wahrscheinlich, das war ja immer das, was ich schon lange sage, dass wir in Deutschland zweistellige Inflationsraten demnächst bekommen werden, wenn 9-Euro-Ticket, Tanksubvention, all diese Dinge auslaufen, dann Gasumlage kommt, auch wenn die Mehrwertsteuer auf Gas ja jetzt gesenkt wurde, das wird richtig rocken. Aber wir hatten schon Warnsignale eigentlich im Vorfeld, nicht gerade wenige. Wir hatten eine Dollarstärke, die sich immer mehr ausgebreitet hat. Der Euro-Dollar jetzt fast schon wieder an der Parität, nur noch knapp drüber. Wir haben Yuan-Schwäche, die Chinesen werten ihre Währung ab. Wir sehen, dass vorher schon die Renditen angestiegen sind, kontinuierlich. Und wir sehen, dass Bitcoin fällt. Unten in diesem Chart sehen wir mal oben den Dollarindex. Wenn der fällt, dann steigen die Aktienmärkte, steigt der S&P 500 in der Regel. Ziemlich starke negative Korrelation und umgekehrt. Jetzt sehen wir also Dollarstärke. Also was passiert an die Aktienmärkte? Können sie selber komplettieren? Und dann gibt es die sogenannte Seller-to-Shift-Ratio. Seller, ja, ein Krypto Fan kennen Sie, MicroStrategy und Peter Schiff, ein Gold-Fan und diese Seller-to-Shift-Ratio ist praktisch das Verhältnis Bitcoin zu Gold. Das soll so ein bisschen ein Indikator sein für Risikobereitschaft. Dann geht das Ding nach oben, Risikoaversion, dann geht das Ding nach unten und da gibt es sozusagen eine Linie, die ein Signal gibt und diese Linie ist überschritten worden. Das heißt, wir sehen Risikoaversion, das zeigt sich eben auch in den Renditen, das zeigt sich eben auch dann etwa beim Anstieg des Dollars und, also die sicheren Häfen, die vermeintlich sicheren Häfen werden gesucht. Und dann kam noch Fedspeak obendrauf. Wir hatten zunächst mal von der EZB schon Isabella Schnabelina, die gesagt hat, es könnte also sein, dass die Inflation weiter sehr hoch bleibt, vielleicht sogar weiter steigt und die Wirtschaft aber sich abschwächt, aber die Inflation nicht gescheit runterkommt. Und Ähnliches hat heute Mr. Barkin gesagt von der Richmond Fed. Der hat gesagt, the Fed must curb inflation even if this causes a recession. Also wir müssen die Inflation bekämpfen, auch wenn wir dadurch eine Rezession auslösen, die es aus Sicht der Aktienmärkte ja gar nicht geben kann, weil nicht erwünscht. Und dann haben wir auch die Aussage
The growth slowdown is then probably not sufficient to dampen inflation. Auch das irgendwie ein Echo ein bisschen auf Schnabel, was hier Barkin gesagt hat. Und dann auch wichtig, die Nachfrage ist wieder stärker geworden. Seems to get underlying demand seems stronger than it did as of the last Fed meeting. Also die Nachfrage hat wieder angezogen. Die Amerikaner konsumieren wieder mehr. Warum? Auch weil die Aktienkurse gestiegen sind. Das ist ja diese Financial Conditions. Wenn ich Depotgewinne habe, dann gönne ich mir was, dann gehe ich mal doch mehr zum Essen, dann gönne ich mir vielleicht irgendwie einen Fernseher, dessen Kauf ich aufgeschoben habe und. Und er hat dann auch nochmal klar gemacht, also vieles, was wir jetzt bei den Rückgängen, bei der Inflation, bei den letzten Daten gesehen haben, ist aufgrund von volatilen Faktoren exactly the case. Energie vor allem ist deutlich ja gefallen. Aber die sogenannte Sticky Inflation, sowas wie Mieten, sind gestiegen. Hier sehen wir nochmal das, was Barkin gesagt hat. Kreditkartentransaktionen in den USA, 9. August 16,5% gestiegen im Vergleich zur Baseline 4-Week Moving Average plus 11,7%. Das heißt, die Amerikaner konsumieren wieder mehr, dadurch mehr Nachfrage, dadurch das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wieder stärker, dadurch der Inflationsdruck weiter hoch, so könnte man das komplettieren. Und jetzt ist die Frage, was macht die Fed aus dieser ganzen Geschichte? Und der akkurateste Market Forecaster, könnte man sagen, der Prognostiker, was die Märkte betrifft, Michael Hartnett von der Bank of America, hat heute nochmal gezeigt, das letzte Mal, dass die Fed mit einem Zinsanhebungszyklus aufgehört hat und gleichwohl es damals noch negative Realzinsen gab, so wie es derzeit ja der Fall ist. Das war im Jahr 1954 und er sagt, selbst wenn jetzt die Inflationsdynamik von Monat zu Monat nachlässt, werden wir im nächsten Frühling immer noch 5-6% Inflation mindestens haben. Also würde das bedeuten, dass die Fed, ob sie es weiß oder nicht, noch lange nicht fertig hat mit ihren Zinsanhebungen. Und ganz ähnlich sieht das auch Jim Bianco, der von Anfang an vielleicht der beste Analyst war, der kapiert hat, dass da bei der Fed dieser monetäre Klimawandel stattgefunden hat. Als die Fed sagte, Inflation not transitory, wir werden alles tun, um die Inflation zu bekämpfen, Auftrag von Joe Biden. Die Märkte aber haben sich gesagt, ach, lass die doch reden, lass sie reden, lass sie reden, interessiert uns nicht. Wir wollen jetzt bei diesem Easing Cycle schon dabei sein, also beim Zinssenkungszyklus wollen wir frühzeitig positioniert sein. Und das könnte sich als Fehler herausstellen, zumal eben dieselben Märkte ja lange das Märchen auch von den Notenbanken geglaubt haben, Inflation is transitory, um dann festzustellen, nee, ist nicht transitory gewesen. Wir haben ja jetzt nach wie vor extrem hohe Inflationsraten in Europa sowieso, in den USA. Eben auch global, könnte man fast sagen. Also die Märkte haben sich schon mal geirrt. Sind sie diesmal auf der richtigen Fährte, wenn sie sagen Peak Inflation und jetzt geht das ganz schnell runter? Wahrscheinlich nicht. Und insgesamt muss man aber konstatieren, dass die Fed natürlich ein ziemlich uneinheitliches Meinungsbild derzeit gibt. Wir hatten Paul, der gesagt hat, wir sind datenabhängig. Wir haben dann einen James Ballard, der gesagt hat, ich bin klar dafür, dass wir die Zinsen um 0,75 anheben. Wir haben ein Fed-Protokoll, das gezeigt hat, dass manche die Sorge haben, zu viel zu tun. Also es ist auch ein Kommunikationsproblem. Nächsten Freitag wird Jerome Powell dann in Jackson Hole sprechen und da kann man gespannt sein, was kommen wird. Was ist denn jetzt eigentlich in der Wirtschaft los in den USA? Zu Europa kommen wir gleich. Da sehen wir, dass wir hier den Citi US Economic Surprise Index jetzt wieder deutlich nach oben gehen sehen. Also die Daten, die reinkommen, die Konjunkturdaten, die sind wieder besser geworden. Das dämpft zwar die Inflationssorgen, heißt aber auch, dass die Fed möglicherweise weiter gegen die Inflation arbeiten muss. Und wir sehen vor allem, dass die Löhne weiter steigen. Das ist ein Riesenthema, das ist ein Riesenproblem in Anführungszeichen. Ist ja gut für die Leute, aber Lohnpreisspirale setzt sich damit fort, worauf die Fed dann reagieren muss und vielleicht so ähnlich reagieren muss, wie es die Fed in den 1970er Jahren nicht getan hat, als wir ja auch eine massive Inflation hatten, damals unter Arthur Burns bei der Fed, bis dann Paul Volcker kam, der gesagt hat, so nicht, ich werde die Zinsen massiv anheben. Und damals hatten wir auch dann so eine ähnliche Chartverlauf, wie jetzt wir das sehen. Muss das diesmal so kommen? Nein, sicherlich nicht, aber ich finde das immer interessant, in diese Inflationszeiten miteinander vergleichen und wie die Kurse reagiert haben. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Leading Indicators vom Conference Board, jetzt mit 5 Rückgängen in Folge. Das war zuletzt der Fall vor der Finanzkrise 2008. Also
Die Dinge sind so ein bisschen widersprüchlich. Manches deutet nach oben, manches deutet nach unten. Aber was heute den Markt nach unten gebracht hat, das war auf jeden Fall der Verfall. Wir haben 2,1 Billionen Dollar Nominalvolumen bei den Options, die heute verfallen. Hier sehen wir mal auf Einzelaktien, auf den S&P 500, auf den S&P Future, hast du nicht gesehen. Jedenfalls ist diese giftige Kombination eben einerseits Bitcoin nach unten gegangen, Signal für Risikoaversion, dann diese Meme-Bubble heute ein bisschen wieder geplatzt, Bed Bath & Beyond, da hatte ich heute auch einen Artikel drüber geschrieben, ist wirklich lustig, dann eben solcher Fed-Speak, 0,75 Zinsanhebung wahrscheinlicher damit. Dann die Sorge, oh, Jackson Hole könnte sehr hawkisch werden, wenn Paul da spricht, weil er wieder die Kontrolle über die Märkte zurückbekommen will, denn steigende Märkte heißt ja lockere Financial Conditions und so weiter und so fort. Dann Anstieg der Renditen und. Aber vor allem, denke ich, ist es sehr, sehr entscheidend heute am kleinen Verfallstag eben das, was die Market Maker machen. Versetze dich mal in die Lage eines Market Makers, der zum Beispiel Optionen seinen Kunden anbietet. Jetzt haben wir gesehen, eine massive Rallye seit Mitte, Ende Juni ist also massiv nach oben gegangen. Viele Privatinvestoren vor allem waren dabei, haben auf steigende Kurse gewettet. Was macht ein Market Maker, der ja eigentlich vom Verlust des Kunden lebt? Der sichert sich ab, wenn sozusagen die Kurse nach oben gehen, dann kauft er das entsprechende Underlying, um sein Risiko praktisch zu neutralisieren. Jetzt aber am kleinen Verfallstag kann er einen Teil dieser Absicherungspositionen, die er im Depot hat und die Long-Positionen waren, die kann er jetzt verkaufen, weil er jetzt nichts mehr absichern muss nach dem kleinen Verfall oder mit dem Verfall. Dementsprechend treten die Market Maker als Verkäufer auf, die also Long-Positionen verkaufen, und so erklärt sich auch eben mit die heutige Bewertung. Hier sehen wir das nochmal, da verfallen ja gleich zu Markteröffnung, also 15:30 Wall Street verfallen da Optionen. Im Volumen heute von 835 Milliarden Dollar und dann zum Marktende nochmal 1,245 Milliarden Dollar. Mal sehen, ob es heute, wie jetzt der Zwischenstand zwischenzeitlich war, S&P vielleicht der schlechteste Handelstag seit 28. Juni und beim Nasdaq seit 11. Juli. Mal sehen, wie wir da rauskommen, ist noch nicht klar. Aber eins ist es so, dass nämlich jetzt, was wir gesehen haben, für einen Bärenmarkt nach wie vor typisch war. Nicht nur, dass wir die 200-Tageslinie nicht geschafft haben, kann sich ja alles ändern, aber wir haben es nicht geschafft. Und wir haben jetzt bei dieser Rallye einen Anstieg von 17,4% in 41 Handelstagen gesehen. Der Durchschnitt hat Michael Hartnett von der Bank of America, den ich vorher schon erwähnt hatte, gezeigt. Der liegt bei 17,2% bei 39 Handelstagen. Also wir sind da ziemlich dick im Durchschnitt in diesen 43 Bärenmarkt-Rallies, also Gewinne von über 10% nach vorherigen Abverkäufen. Das wäre also der sehr, sehr typisch, und die Bank of America hat zwei Indikatoren, die sich noch nie geirrt haben, sagt man bei der Bank of America. Der eine sagt, wir haben den Boden erreicht bei den anderen Märkten, der andere Indikator sagt, es wird ein neues Tief geben. Einer wird sich irren, so viel scheint klar, und es ist eben noch völlig unklar, welcher sich irren wird. Wenn wir jetzt nochmal zu dem Geschehen Geopolitik und Europa kommen, dann sehen wir, dass China wahrscheinlich, so hat man es indirekt schon angekündigt, jetzt am Wochenende nochmal die Zinsen senken wird und muss, weil einfach die Wirtschaft so schwach auf der Brust ist in China, nicht zuletzt durch Xi Jinpings Corona-Politik. Dann ist auch ein Treffen mit Putin durchaus möglich, also Xi Jinping und Putin. Und wenn wir schon jetzt bei Putin sind, dann sehen wir auch, dass die Strompreise heute ein neues Rekordhoch erreichen, dass die Preise für Kohle ein neues Rekordhoch erreichen. Also da haben wir neue Rekordhochs in der im Bereich, im Segment Energie, das hört nicht auf. Und dann eben hatte ich heute ja ein Video gemacht, ein Videoausblick heute Morgen, wo ich gesagt habe, also warum nicht den Nord Stream 2 überraschenderweise genehmigen. Ich meine das vor allem aus spieltheoretischer Sicht. Putin hat ja gesagt, ja, Nord Stream 2 könnte ja eure Probleme lösen. Wenn wir jetzt sagen, wir öffnen oder wir geben jetzt einfach mal das Einverständnis, dann kommt er natürlich in eine unschöne Lage, wenn er eigentlich kein Gas liefern will. Und das haben viele dann kommentiert und haben gesagt, Putin will gar kein Gas liefern. Er könnte ja über Nord Stream 1, Jamal oder Transgas, könnte er ja Gas liefern, wenn er wollte. Kann durchaus sein, dass es nicht will, aber es wäre dann eben offenkundig, dass all das Ausreden sind. Damit wäre schon mal klargestellt, er will nicht liefern. Okay. Natürlich würden dann auch die Gaspreise fallen, wenn das der Fall wäre.
Gar keine Frage. Aber auch Kubicki, der diesen Vorschlag gemacht hat, hat natürlich heute stark auf die Mütze bekommen. Aber so richtig rational ist es natürlich nicht zu sagen, ja, Nord Stream 1 nehmen wir alles, was wir kriegen können und am besten mehr, Nord Stream 2 halt nicht. Manche sagen, ja, ja, man macht keine Geschäfte mit einem solchen Diktator. Ein Angriffskrieg der übelsten Sorte, bin ich ja völlig d'accord. Nur wir machen ja Geschäfte mit einem Diktator oder mit einem sehr autoritären System, das gleichzeitig ein anderes Land überfallen hat. Also wir machen ja nach wie vor Geschäfte mit den Russen. Ist ja nicht so. Also so ganz astrein ist die ganze Geschichte nicht. Wir sehen jedenfalls wieder einen Anstieg bei den Gaspreisen. Neues Allzeithoch um fast 7% geht es nach oben für den maßgeblichen Gaskontrakt. Warum? Weil Gazprom angekündigt hat, Ende August bis Anfang September wieder für 3 Tage Nord Stream 1 nicht mehr mit Gas zu bedienen, angeblich eben wegen erneuter Wartungsarbeiten. Das hat den Preis dann sofort wieder nach oben gebracht und verstärkt damit diese ganze Krisensituation. Hier oben sehen wir mal den Unterschied zwischen europäischen Erdgaspreisen und amerikanischen, die auch deutlich gestiegen sind, wird wenig darüber berichtet. Nur Öl hält sich noch weiter unten, wahrscheinlich in dieser Iran-Geschichte. Und Siemens Energy heute mit einem Tweet, der viel Kritik hervorgerufen hat. Da steht ja noch diese Turbine und dann wollte man irgendwie eine Spotify-Liste für welche Lieder da etc. Also alles ein bisschen albern. Jedenfalls hat Siemens Energy diesen Tweet dann gelöscht über diese Turbine. Und das ist ja diese Ausrede oder was auch immer. Siemens Energy sagt ja, wir wollen diese Turbine liefern. Die Russen sagen, können wir doch gar nicht annehmen irgendwie. Also alles sehr schräg. Aber jedenfalls wäre dann völlig klar, wenn Nord Stream 2 plötzlich genehmigt würde. Das wäre sozusagen ein Schachzug, mit dem Putin nicht rechnet und der ihn dann in eine etwas seltsame Situation bringen würde. Ja, aber wir halten eben sozusagen an dieser konventionellen Politik fest. Manche sagen auch, die Amerikaner würden das gar nicht zulassen. Ja, möglich, weiß man nicht. Ja, wenn Scholz Biden anruft und sagt, hör mal, und der nicht gerade wieder einschläft beim Telefonat, hör mal, wir sind kurz vor einem riesigen Problem mit unserer Industrie, Erzeugerpreise über 37%, wir müssen jetzt was ändern, dann würde sich wahrscheinlich der Joe durchaus da erweichen lassen, aber sei es drum, alles Spekulation, jedenfalls Energie. Krise. Sind Gaspreise von 4.000 Dollar je 1.000 Kubikmeter möglich? Das wäre also fast eine Verdoppelung nochmal des Gaspreises, den wir derzeit erleben. Da haben die Russen ja einige Aussagen drüber getroffen und da haben wir einen Artikel geschrieben einer Kollegin, die sich auf russischen Seiten, Energieseiten tummelt und da die Aussagen der russischen Energieexperten, der russischen Medien mal versuchte zu zeigen und zu analysieren. Darüber wird ja hierzulande nicht gesprochen, aber es ist ja wichtig, was die andere Seite auch sagt und denkt. Hier ein Artikel dazu und dann noch ein Artikel, die Euroblase und ihre historischen Vorbilder. Da wird ein Blick in die Geschichte von Blasen geworfen und die EZB hat durch ihre Unterlassung bei der Bekämpfung der Inflation diese Blase nochmal weiter verschärft. Sie hat historische Vorbilder und das Drehbuch ist bereits geschrieben, wie mein Kollege Georg Habenich zeigt, in einem wunderbaren Artikel. Also 2 Artikel, die ich Ihnen empfehlen möchte. Und jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich sage Servus und Ciao.